Normalerweise denkst du, das Auto steht in Las Vegas, in Palm Springs oder L.A. irgendwo, in New York, Miami, ja, ja. Oder egal wo auf dieser Erde. Aber wir sind hier in Bonn. Grüß dich, Max. Wie groß bist du? 1,90. 1,90, Max. Jetzt fangen wir an. Bitte. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute Sonntag. Es ist wieder soweit. Ich habe heute eine fette Überraschung für euch. Eine fette Überraschung. Ihr konntet ja schon ein paar Tage vorher immer sehen. Wir haben es ja ein bisschen angeteasert. Warte, ich muss noch Ton mitnehmen. Es sind nämlich zwei Jungs. Wir sind hier in Bonn und es ist Geschichte pur. Geschichte pur hier. Da sehen wir schon mal den LM002. Was das Auto ist, könnt ihr schon mal googeln. Und da steht er. Guckt ihr das an. Da steht er. Abgedeckt. Abgedeckt mit Blau. Lamborghini, das ist das Einzige, was wir euch sagen können. Das Einzige, was ich noch dazu sage, so lange habt ihr Zeit einzutippen, welches Auto das ist. Erstmal hi. Alles fit? Hamid, hi. Alles gut? Bevor wir euch verkabel, noch mal ein paar Tipps, weil die Jungs müssen jetzt erstmal raten, was hier drunter ist. Das Auto ist nämlich legendär. Was es genau ist, seht ihr natürlich hier, Stier. Die Marke können wir verraten, Lamborghini. Aber guckt euch mal Form an. Zack, die Kenner wissen sofort, was los ist. Eckig, kantig, Kosten bis zu 40.000 Euro Motor überholen, so 3.500 Euro Bremsen, V12 Motor, aber mehr gebe ich euch nicht als Tipp. Jetzt habt ihr Zeit zu raten. So lange verkabel ich die Jungs, damit wir die auch richtig hören können. Und es wird heute richtig lang. Bleibt dran, Jungs. Da müssen die schon lachen. Als wir telefoniert haben, da dachte ich, Alter, da musst du ganz schnell hin, weil das Ganze hat ja eine fette Story hier. Ach, ihr seid hier seit? Ja, seit 1967 hat der Opa aufgemacht. Wahnsinn! 1967 und dann Opa, wenn du sagst Opa, seid ihr jetzt die dritte Generation? Genau, genau. Wir sind die dritte Generation. Genau. So, bevor wir hiermit weitermachen, diese Werkstatt, die ist ja gigantisch. Ich würde mich hier hinhocken, ja, so, und ihr beide deckt das ab. Ja, das ist doch geil. So, ihr sagt, wann es losgeht. Nimm den Spiegel, damit wir direkt nach hinten ziehen können. Guck mal hier, das ist doch, ne? Nimm den Spiegel. Okay. Jetzt fangen wir an, bitte. Alter Schild. Diese Linie, das Auto ist extrem tief. Alles hier und dann geht das hier so, pam. Also es ist unglaublich. Mein Dach geht hier bis zu meiner Hüfte nur. Es ist unfassbar, wie tief dieses Auto liegt und was für eine Idee dahinter gesteckt hat. Als sie das Auto einfach so, die haben das Auto ja vorgestellt, aber nicht bei Lamborghini auf dem Stand, sondern bei Bertone auf dem Stand. Lamborghini ja. Wollte am Anfang erstmal gar nichts damit zu tun haben. Die wollten eigentlich so ein Höchstgeschwindigkeitsauto mal einfach mal vorstellen. Und dann haben sie das auf dem Genfer Autosalon gehabt. Da war so ein riesen Andrang da, dass Lamborghini gesagt hat, Alter, das Auto testen wir mal jetzt richtig durch. Mhm. Also das ist ja Wahnsinn, wie die Leute darauf abgehen. Und dann kam 1973 das erste sozusagen Prototyp, den du auch kaufen konntest. Dann haben sie ja sich 72 dafür entschlossen, das Auto geht in Serie. Genau. 73 war das Auto fertig auf dem Pariser Autosalon. Genau, genau. Und dann wurde 1974, und zwar genau April 74, das allererste Auto ausgeliefert. Genau. Und jetzt sagen wir es und genau hier stehen wir. Alter, das ist krass. Ich habe gerade selbst Gänsehaut bekommen. Hier, guck, krass. Guck. Ja, das ist echt krass. Das ist der allererste Kundtouch, der an einem Kunden ausgeliefert wurde. We'll be right back.
2. April 1974 und hier stehen wir vor. Das Auto steht in Bonn. Ja. Alter, normalerweise denkst du, das Auto steht in Las Vegas oder Palm Springs oder L.A. irgendwo oder New York, Miami, ja, ja. Oder egal wo auf dieser Erde. Aber wir sind hier in Bonn. Versteckt. Geil. Versteckt in Bonn, genau. Wie kommt ihr denn an so ein Auto ran? Ah, das Auto ist schon sehr lange mit uns, sagen wir es mal so, schon seit 2003 oder 2004. Ja. Damals gehörte das einem guten Kunden von uns, das Auto. Ja. Und der wurde dann damals angekauft. Ach so, von okay. unserem Vater damals noch, okay. unser Vater noch gelebt hat. Okay. Der genau. hat sich dem gewidmet und ja, wir stehen jetzt heute hier und haben geil. Das Fahrzeug immer noch hier. Das, mega. Das macht uns auch gut. ziemlich stolz. Stecken viel Emotionen in dem Auto drin. Mach doch mal einen Kofferraum auf. Das UFO. Ja, das ist echt so. Das ist echt so. Das ist ein Wahnsinnsauto. Das ist auch der 400er sozusagen. Der 4-Liter-Motor. 4-Liter-Motor, genau. Der allererste, 12-Zylinder. Das kann ich auch nicht so richtig als meinen Kofferraum bezeichnen. Hier ist mein Ersatzrad drin. Dann sehen wir hier genau die Stäbe durch. Dann habe ich meine Autobatterie da. Also viel Gepäck mitnehmen. War schon damals bei Lamborghini nichts. Ne? Darf ich die Fahrgestell nochmal ja, zeigen? Ja, kannst du okay. gerne. Weil da können wir nochmal 100% bestätigen, dass es das allererste Auto war, was ausgeliefert worden ist. Einmal hier, 112. Das könnt ihr in dem Beitrag sehen von dem neuen Countach, was 112 bedeutet. Und dann kommt 0002. Die Nummer 1 steht immer noch im Museum, ist ein grüner, das wurde nicht ausgeliefert. Das Auto ist das erste Kundenauto, was rausgegangen ist, mit der Fahrgestellnummer 2. Das haben wir hier nochmal richtig drauf. So, bevor wir weitermachen, Chris, gib mal deine Kamera bitte. Gib mal deine Kamera. Ja, komm. Gib mal deine Kamera. So, Chris, stell dich mal neben das Auto. Chris hat heute auch ein T-Shirt sich angezogen in Gelb. Chris, Alter. Alex Blau muss sie lachen. Das ist geil. So, Jungs. Also, vorne können wir sicher das richtige Kofferraum. Jetzt machen wir mal hinten auf. Ja, machen wir mal. Weil hinten ist ein bisschen mehr Platz, oder? Hinten ist ein bisschen mehr Platz, ja. Ja, ein bisschen mehr. Aber Lamborghini ist ja heute noch bekannt dafür, dass sie sagen, Kofferraum brauchen wir nicht. Aber für Lamborghini-Verhältnisse schon relativ viel. Es passen schon 2 Taschen rein. Locker 2 Taschen. Und wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Wir haben hier 12 Zylinder drin. Genau. Das ist der ja das Ding. Sitzt ne? davor. Das ist ja das Ding. Aber auch hier, wenn ich mir die Karosse anschaue, alter Schwede, das ist doch krass. Das ist doch echt krass. Wir gehen an der Seite weiter, bevor wir nach hinten kommen. Wir machen lassen die Tür zu. Nur für euch noch als Information. Wir fahren gleich noch eine Runde. Darf ich fahren? Ich denke schon. Das ist geil. Alter, boah. Ihr wisst nicht, was das für ein Gefühl ist. Da sind unsere Klappen, Alter. Das ist so geil. Das ist so geil. Wenn du es dann hinbekommst. Ja, das ist es ja, das ist es ja, klar. Ich weiß nur eine Sache, das Auto wird brüllend warm drin. Ja, es wird sehr warm. Und durch diese Scheibe geht auch keine Luft rein. Das stimmt. Ne? Das ist gar keine Chance. Die Scheibe ist eigentlich nur Deko. Nur Deko, genau. Genau. Nur, damit man die Hand ich hab eine geile Challenge für euch vorbereitet. Mit wem fahre ich gleich? Wer fährt mit mir mit? Oh, mit meinem Bruder. Okay, ich habe eine super Challenge für dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Richtig geil. Also bleib dran, das wird nämlich richtig witzig. Dein Parkplatz. Ich würde sagen, das wird eng. Wir festen es, ja? 1,90 ist schon knapp. So, dann geht's hier weiter. Es hat alles Sinn und Zweck. Es ist keine Attrappe, gar nichts. Hier ist die Lüftung. Hier kann man meine Hand durchsehen. Genau. Ne? Das ist krass. Hier ist auch der Tankdeckel hier drinnen. Ach, geil. Zum Tanken, ne? Das wusste ich nicht. Einmal auf der Seite und auch auf der anderen Seite. Hat er 2 Tanks? Ja, der hat 2 Tanks. Genau. Achso, das war ja typisch damals so, ne? Ja, bei den ersten Modellen haben die auch noch 2 Einfüllstutzen. Okay. Und bei dem späteren QV ist nur noch ein Einfüllstutzen. Okay. Hier kommt meine Hand durch. Also das hat alles Sinn und Zweck. Und da sind 2 fette Kühler hinten. Und hier auch nochmal extra Luft, was er dann hier nochmal rausschießt. Ne? Da kommt die warme Luft wieder da raus. Da kommt die warme Luft wieder raus. So. Hinten die Rückleuchten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von wem wurden sie übernommen? Bringst du uns sogar noch jetzt was erzähl du uns. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee? Erzähl mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wurden 1:1 übernommen von einer Marke. Nur die Reflektoren drumherum wurden angepasst. Ja. 3, 2, 1. Ja, ich bin raus. Wollt ihr euer Joker anrufen? Ich hätte bestimmt einen. Ja, das stimmt. Nee, aber ich weiß es gerade. Haben sie von Alfa Romeo übernommen? Ja, haben von sie den Alfa. Jetzt hör auf, jetzt ja, stellst du uns ja bloß. Ja, hier. Nein. Das haben sie von Alfa Romeo übernommen. Und dann haben sie lediglich die Reflektoren drumherum oder die drumherum, das haben sie angepasst. Aber ja. Das ist 1:1 von den Alfa Romeo übernommen worden. Und jetzt mach mal bitte den legendären V12 Motor auf. Da ist er. Alter Schwede, guck dir das mal an. 3 Vergaser auf der rechten Seite, 3 Vergaser auf der linken Seite. Alle haben also Luftfilter.
das Ding ist, die haben hier schon eine Steuerkette drin. Die haben eine Kette drin. Die haben eine Kette drin, das heißt eigentlich auch alle 80.000 bis 100.000 Kilometer erneuerungsbedürftig. Ja, wenn sie dann so viel Kilometer bekommen. Wenn sie. Aber die größere Problematik, was ich hier sehe, ist bei den 12-Zylinder-Motor, ist einfach ein zu finden, der die Vergaser, meiste Standproblematik, Vergaser werden dicht, deine Steuerkette geht kaputt, das Auto wird komplett undicht, weil viel ja die Dichtungen kaputt gehen und wenn dann Druck raufkommt, dann schießt er überall Öl raus. Klar. Was das Gefährlichste eigentlich bei den Motoren ist halt, dass die Vergaser so liegen, dass sie genau auf dem Krümmer tropfen, falls mal ein Schwimmer hängen bleibt. Da sind diese Schwimmer. Und wenn die, also die, seht ihr, wie die hoch und runter gehen? So, und dann weiß der Vergaser, wie viel Sprit er noch braucht. Wenn diese Kupferschwimmer kaputt, die sind auch hohl, wenn die kaputt gehen und volllaufen mit Sprit, dann bleibt er immer unten. Dann weiter denkt er, der muss immer wieder Sprit reinschießen. Ja, genau. Und dann schießt er das hier irgendwo wieder raus. Ja, das kommt dann Überlauf. Hier vorne raus im genau, Endeffekt. Genau, hier raus. Und dann tropft es auf deinen Krümmer. Das ist, der Sprit tropft hier raus und dann direkt auf den Krümmer drauf. Genau. Und dann heißt es nur noch anhalten, weglaufen und alle in Sicherheit bringen. Am besten noch einen Feuerlöscher dabei haben. Ah, ich glaube, das bringt nichts. Ja. Ich glaube, kein Feuerlöscher der Welt bringt, wenn das Ding anfängt abzufackeln. Ja gut, wenn er einmal brennt, dann brennt er. Dann ist es vorbei. Da hast du keine Chance mehr. Was ist alleine so ein Motor nur wert? Was ist, wenn ich den Motor nur kaufen würde? Circa. Boah, bestimmt so 200.000. Komplett mit Vergaser, mit allem drum und dran. 200? Ja, 200. Unverhandelt? Ja. Aber 180 würdest du ihn auch abgeben? Nee. Okay, also 200.000 Euro liegen wir nur beim Motor. Ja. Nur beim Motor. Dafür kriegst du aktuell einen Lamborghini Huracan. Ja, für stimmt, 200.000 stimmt, Euro, oder? Das ist es. Bevor ich weitermache, tipp doch mal ein, was Kontakt überhaupt bedeutet. Wisst ihr das? Ja, das ja, ist ja, nicht so erzählen, nicht okay. Erzählen. Schmeiß die Kiste an. Super, machen wir. So, jetzt kommt Gänsehaut pur. Und dann geht's ab. Dann darf ich endlich fahren. Muss ich hier auch so Zwischengas geben und so ja, weiter? Ja, ich erkläre dir das gleich. Oh, das ist nicht einfach, so ein Auto zu fahren. Schuck da hinten aber was nicht raus. Zu viel einer. Ne? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber. Vielleicht ein bisschen. Da musst du auch aufpassen, sonst bist du hier komplett schwarz. Genau. Und? Einmal kurz pumpen. Oh, wow, wow. Wow. Das riecht. Das riecht so geil. Alter, guck mal. Das ist so geil. Das ist ein Auto. Alter, komm, fahr raus, fahr raus. Wir vergiften gleich hier. Alter, wir vergiften gleich hier. Aber das ist geballte Power. Wir beide fahren? Wir fahren jetzt. Wir würden ja Marvin mitnehmen. Ja, aber passt nicht. Passt leider nicht. Passt nicht. Was willst du machen? Also, wir haben was Geiles vor. Marvin? Ist das jetzt echt dein Ernst? Wir müssen noch einen Feuerlöscher dabei haben. Ja, safety first, ne? Alter Schwede, das ist auch so ein Riesengeschoss. Ey, es macht ja aber mir richtig Angst, Jungs. Jetzt ohne Scherz. Ja, dass du sicher aufgehoben bist. Ist einfach nur für Sicherheit, damit wir... Alter, ihr nehmt einen Feuerlöscher mit? Ja, bei so alten Italienern ist das ratsam. Also nur für euch als Erklärung, es ist immer ein Fahrzeug vor uns, deswegen habt ihr die Vorausfahrten. Da ist immer ein Auto da und Marvin packt ja jetzt so ein Feuer. Packst du es hier rein? Wir können auch hier reinpacken. Nee, aber dann können wir noch nicht richtig nein, fahren. Nein, nimm den mit dem Auto. Dann nimmt Marvin jetzt, guck mal, das packt da vorne in unser Crew-Auto rein. Und Jason, ist alles in Ordnung hier? Ja, natürlich, alles super. Das Auto ist für kleine Menschen gemacht. Das Auto ist echt, eine bestimmte Größe geht gar nicht mehr, aber hier reinzukommen, boah. Alter, guck dir das mal an. Ey, ich bin mit meinen Haaren da dran. Boah, du musst richtig liegen. Ja, du liegst hier dran. Alter, ja, wenn das Ding mal. Jetzt anfängt zu brennen. Nein, hier brennt nichts, jetzt mach dir keine Sorgen. Mensch. Ey, hier kommst du doch nie wieder raus. Hier bist du ja nur noch gegrillt. Ey, ich habe echt Platzangst. Ich mach mal zu. Boah. Viel Spaß. Vielen Dank. Danke. Das sagst du. Ein bisschen warten. Ach so, Handbremse hast du an, ne? Mhm. Warte noch ein bisschen. Fuck, warte. Bis die, man hört hinten die Benzinpumpen, die hören gleich auf. Jetzt kannst du ein bisschen zwei, dreimal pumpen und jetzt anmachen. Sicher, Jason? Ja, der springt an jetzt. Soll ich ein bisschen Gas geben? Ja. Wow. Alter. Und du kannst ruhig ein bisschen aggressiv am Gas sein, sagen wir es mal so, so. Gasstöße, oh, okay. Ne? Boah, Alter. Ach so, alles klar.
Boah, jetzt schon richtig Hitze. Ja, ja. Die frühen Autos sind ziemlich spritzig. Irgendwann kam erst ja mit der Abgasnorm und alles. Ja, genau. Und genau. Dann, aber die frühen Autos, die gehen auch richtig ab. Boah, ihr wisst nicht, was das für ein Gefühl ist. Ich kann kaum reden, ich bin mega konzentriert. Die Leute gucken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist echt krass. Du musst richtig Kupplung raus in den Gas rein, ja, ne? Genau. Also kein Erbarmen. Nee, kein Erbarmen. Da ist er. Da sind unsere Klappen, Alter. Das ist so geil. Das ist so geil. Das hat alles aerodynamische Gründe, ne? Ja, das stimmt. Tagsüber. Zum schnell fahren die Klappen genau, runter. Genau, zum schnell fahren die Klappen runter. Wir müssen Fenster hier runterlassen. Ich hoffe, dass das hier mit Ton geht. Aber das ist schon krass, was hier abgeht, Mann. Das Auto zu fahren ist so schwer. Ja. Das ist unglaublich. Ein Ölwechsel liegt ungefähr bei 600 Euro. Ja, genau. Ne? Zündkerzenwechsel liegt ungefähr bei 200, 300 Euro. Ja, ja, sind wir schon auch bei 500. War auch bei 500. Ja. Mein Gott, hast du wieder Apothekenpreise, ne? Jetzt noch. So. Die Luftfilter, das ist schwierig, ne? Der hat ja drei auf jeder Seite. Auf, zwei, also auf jeder Seite ein Luftfilter, einen ziemlich großen. Okay. Aber ich glaube, die kosten auch so um die 250 Euro ein Luftfilter. Ne? Aber da ranzukommen und das zu verbauen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja, das ist, also mittlerweile kostet so ein Ausrücklager für so ein Auto knapp 5.000, 6.000 Euro. Wahnsinn, ja, so. Kupplung wechseln kostet ja auch 5. Ja, mindestens. Ne? Das ist man dann eher so bei 15 bis 20 am Endeffekt. Ne? Ja, okay, ja, klar. Also, es ist halt einfach so. Die Teile sind aber auch bei Lamborghini unglaublich teuer geworden. Wahnsinn. Es liegt nicht mal an der Arbeit, weil die Arbeit ist zwar schon speziell, aber wenn man weiß, wie es geht, dann macht man das schon. Ne? Ja, okay. Ich meine, der Motor kommt raus, dann zerlegt man das Getriebe. Das sind 2,5 Tage Arbeit vielleicht. Ne? Okay, okay. Also es geht. Nur halt die Ersatzteile sind sehr, sehr viel teurer als der Arbeitsaufwand. Also 3 Millionen habt ihr abgelehnt? Ah. Ja, genau. Es ist einfach, man weiß nicht, wo die Reise hingeht und die Reise geht nach oben bei den krass. Autos. Stunks. Ja, jetzt komm. Gib ein bisschen Gasstöße. Ja, genau. Oh, oh, am Driften, Alter, sogar der ist hier. Sogar sofort hinten weg. Er ist ja hier sogar ist, am Driften hier. Hier ist Laub auf der Straße und er ist sofort hinten weg. Also 3 Millionen Euro, Alter. 3 Millionen Euro. Das ist kein Spaß. Und der Junge, oh, Alter, was ist das denn hier? Das ist geil, ne? Oh, krass. Hier ist auch der perfekte Parkplatz. Junge, ich bin so ein Amateur. Boah, was ist das für ein Auto? Also das Auto zu fahren ist anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Das es stimmt. Ist echt anstrengend. Gerade wenn du so Zone 30 mitten in der City fährst und so weiter, das ist anstrengend. Auf der Landstraße wurde es ein bisschen besser. Genau, ne? Wenn er ein bisschen flüssig du läuft, du musst dann richtig geht das. Gas geben, damit er überhaupt anfährt. Und zweimal bin ich abgesoffen. Ja, genau. Alter Schwede. Also, was hat der Alte... Was der Neue auch hat. Was sagt ihr als Fachmann? Was hat der Alte, was der Neue auch hat? Auf jeden Fall ein V12, das ist schon mal geblieben. Genau, V12 genau, ist, geblieben. Ist geblieben. Sauger auch. Sauger auch. Genau. Genau. Was noch? Also das haben sie gemacht. Ja. Die erste Scheibe. Klappaugen haben sie nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht. Ne? Ich glaube, das ist auch heutzutage gar nicht mehr umsetzbar. Das stimmt. Ne? Ganz schwierig. Von vorne sieht es ein bisschen ähnlich. Natürlich haben sie auch nicht die Ballonräder, die der hat. Ist heutzutage gar nicht mehr zulässig, ist ja normal. Mein Periskopio haben sie dann geändert in dem Sinne, wo nur nicht eine Luke zu sehen ist, sondern da haben sie es rausgeschnitten und okay. Haben ein Glasdach drin. Ja. Bei dem neuen Countach geht die Scheibe komplett runter. Ja. Und hier haben sie, hier geht's technisch ja gar nicht. Wo soll hier die Scheibe hin? Die Scheibe kann ja schlecht hier raus. Mhm. Und hier gerade ist es nicht, also die Scheibe ist sehr schräg. Das sind so kleine Details, die ich auch von dem neuen erwartet hätte. Hier oben haben wir ein bisschen die Ähnlichkeit. Ne? So, und dann im Heckbereich passt gefühlt gar nichts. Ja. Die Rückleuchten sind natürlich gerade. Man muss auch Lamborghini ein bisschen in Schutz nehmen. Es sind auch viele Sachen nicht mehr erlaubt. Ja, das stimmt, okay? Definitiv. Das ist einfach so. So ganz viel hat der neue doch nicht mit den alten zu tun. Mit den legendären ja. Countach. Hier steht ja auch richtig Countach. Ja, das stimmt. Was bedeutet Countach? Wollen wir das erstmal sagen? Das ist so ein Ausdruck des Erstaunens. Ja. Also jemand sieht was und oh, das ist aber genau. Countach. Genau, das ist ein Countach. Also auf
hervorragend. Ja. So, wow. Ich sehe das Auto zwischen 3 bis 4,5 Millionen Euro. Sehe ich das Auto. Ja. Okay? Das ist mein Fazit. Und für 3 bis 4,5 Millionen Euro. Hast du ein Handy dabei? Ja. Wir wollen erst mal gucken, was kriegen wir für 3,5 Millionen Euro in Bonn als Immobilie. Blenden wir euch ein. Okay? Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich komme echt immer noch nicht drauf klar. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich mache das jetzt nicht. Ich mache das? Du machst das erstmal vor. Okay. Ich möchte, dass du das Auto jetzt einmal vorwärts fährst. Ja. Und dann rückwärts da einpackst. Ja, kann ich machen. Okay? Das machst du und ich versuche nachzumachen. Okay, alles klar. Okay? Wenn ich das hinbekomme, was ist dann? Weißt du was? Ich habe schon eine Idee. Erzähl. McDonald's Maxi-Menü auf dich. Oh, ich habe doch schon so viel. Wir haben ja ein paar Sachen mit. Du bleibst jetzt hier. Marvin, komm. Wo ist dein Feuerlöscher? Ach so. Wo ist dein Feuerlöscher? Und ich nehme meinen Koffer. Machen wir da? Mach aber nicht so groß. Nein. Mach aber nicht so groß. So. 1, 2, 3 Meter. Also so fast Standard. Dein Parkplatz. Einmal aber rückwärts bitte einpacken. Ja, dann fahre ich ein Stück ist vor. Alles voll. Genau. So. Er ist ein Profi. Er ist der Techniker. Das ist geil. Das ist geil. Okay. So. Sehr geil eingepackt. So, und jetzt versuche ich das. Was meint er? Schaffe ich das? Ich weiß nicht. Boah. Ich schneide mich jetzt nicht mehr an, ja? Okay, jetzt geht's los. So. Oh. Rückwärts klappe ich. Ah! Nein! Alter, jetzt müssen wir das doch schaffen. Ja, ja, weiter. Ja! Alter! Nein! Fast geschafft! Das gibt's nicht! Ich hab's fast geschafft. Du hast ja, das doch, Ding ist, du musst ja so viel Gas geben. Aber die Kupplung fängt schon an zu riechen und wir reden hier über 15.000 bis 20.000 Euro dann Kosten. Deswegen lassen wir das jetzt. Okay? Da haben wir den Profi gehabt, der hat das gemacht. Und außerdem geht das hier auch ein bisschen bergauf. Das es ist geht schief. Ein bisschen bergauf, es ist ein bisschen mies. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Es hat dir nicht in die Karten gespielt. Ja, okay. Okay, alles klar. Da fahren wir jetzt zur nächsten Challenge. Jetzt gibt es keine Tipps mehr. Jetzt gibt es keine Tipps mehr. So, und jetzt brauchen wir eine Schranke, weil es wurde eine Frage gestellt. Wir blenden mal die Frage ein, ob dieses Auto, weil es ja so tief ist, unter eine Schranke passt. Was ich meinst du? Ich bin gespannt. Was also, ich denke schon. Ja? Also, tiefer geht es nicht, ne? Nein. Warte, also hier ist die Leitplanke. Genau, da ist die Schranke. Aber so. Das ist, glaube ich, knapp, ne? Chris, komm mal her, bitte. Zeig mal auf die Schranke, bitte, einmal. So. Ich würde sagen, das wird eng. Wir festen es, ja? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ist das Auto gut versichert? Ja, jetzt auf. Wir fahren nur so weit, dass wir nicht berühren. Wir fahren jetzt einfach mal rum und gucken mal, wie weit wir unter der Schranke passen oder ob wir eventuell sogar durchfahren können. Ja? Viel Glück. Das Auto ist nicht so gut versichert, habe ich jetzt eben gehört. Marvin macht lieber zu. Jawohl. Oh, da kommt einer raus. Okay. Ich glaube, das wird knapp. Alter, das könnte klappen. Nein. Nein, 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 das klappt. Komm, fahr noch ein Stück. Fahr weiter. Nein, Digga. Fahr noch ein Stück, komm. Ne, es passt nicht. Aber es ist nicht viel. Es ist knapp, es ist richtig knapp. Es ist nicht viel. Alter. Es ist echt nicht viel, ja. Hätte ich nicht gedacht. So, die große Frage war ja auch, passen auch große Menschen da rein? Also, guck mal, wie groß bist du? 1,72. 1,71. Echt? Ich bin 1,71, ich bin größer. Ey, geil, ich bin ja größer als 1,71. Das ist ja geil. Wie groß bist du? Ich bin 1,73. 1,73, okay. Also, wir passen da locker rein. Jetzt haben wir... Wie heißt du? Max. Max, grüß dich, Max. Servus. Wie groß bist du? 1,90. 1,90, Max. Wir testen mal. 1,90 ist schon knapp. Das ist sogar jetzt bei dem jetzigen Huracan Spider knapp. Okay. Bitte. Einfach.
Ja, erst Popo rein. Erst Popo rein. Am besten genau. Popo zuerst und dann mit dem Kopf aufpassen. Oben. Genau, Kopf aufpassen. Ja, ja genau. Ja? Ja? So, fahr doch ein bisschen zurück mit deinem Sitz. Nee, da geht nichts. Geht nicht. So, hast du Beine weg? Ja, passt. So, jetzt. Und? Würdest du jetzt so nach München fahren? Also, guck mal deine Knie, du könntest gar nicht fahren. Du könntest gar nicht fahren. Das ist krass, guck mal. Das geht gar nicht. Ja, cool, Max. Cool. Wir gehen mal einen Espresso trinken, ja? Wir kommen ja hier. Hast du die so vorgestellt? Ja, genau so, genau so. Vorsicht, 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 dein Kopf. Sehr geil, sehr geil. Ja, cool, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Okay. 1,90 Meter passt definitiv nicht. Alles klar. Danke dir, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Also Jungs, ich würde mal sagen, das Auto ist echt für kleine Menschen gemacht. Groß bist du raus. Bist raus, ja. Da kannst du auch 3 Millionen Euro hinlegen. Du kannst das Ding nicht 5 Millionen haben und 1 Million ausgeben, aber fahren kannst du nicht. Heftig. Außer man macht den Sitz raus. Heftig, heftig. So, Fazit? Mein Fazit ist, ich bin so Lamborghini verseucht, dass ich gar nichts dagegen sagen kann. Ja, du sollst ja auch nichts dagegen sagen. Fazit ist ja nichts Negatives. Nee, aber ich sag mal so, für große Menschen nicht gemacht und so. Ja. Aber dadurch, dass ich perfekt reinpasse, bin ich sehr glücklich. Fazit war ja, was ist überhaupt der Countach? Was hat der neue Countach mit den alten überhaupt noch zu tun? Ja. Und ich muss sagen, außer die Frontlampen ein bisschen, gar nichts. Gar nichts. Der neue wurde einfach nur Countach genannt, hat aber mit dem Original Countach überhaupt nichts zu tun. Aber eine Sache haben sie noch gemeinsam, die kosten beide über 3 Millionen. Das stimmt. Das stimmt. Ne? Vielen, vielen Dank, dass wir mitmachen durften. Sehr gerne. Danke, dass du euch auch bei uns gemeldet habt. Ja, das klar, war echt geil. Lieber. Das war echt geil, Mann. Vielen Dank. Hat uns auch sehr gefreut, dass du bei uns warst. Und ich würde mal gerne zu euch wiederkommen, weil, weißt du warum? Ich würde mal gerne Murcielago testen. Ihr habt ja auch spezielle Murcielagos stehen. Ja, auf jeden Fall. Und Murcielago hatten wir noch nie an unserem Channel. Tippt mal ein, ob ihr das Auto getestet haben wollt oder nicht. Oder eine Kaufberatung für ein Murcielago. Wo liegen die preislich circa? Ja, ich würde mal sagen zwischen 150 und 600.000, 700.000 Euro. Je nach, je nach Version des Fahrzeugs. Welchen nehmen wir? Wir nehmen ein LP640 manuell. LP640 manuell. Einer von 68, genau. Einer von 68. Tippt ihr jetzt ein Ja oder Nein? Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.